Guten Tag. Löwe ist zu Ende. Ich habe gestern meine letzten Beiträge und Ausführungen über Löwen abgegeben. Ja, wir haben jetzt mit Erdzeichen zu tun. Das ist nicht Löwe, das ist kein Träumer, das ist kein Mann, der im Mittelpunkt stehen will, das ist kein Mann oder Frau, die über viele Leute bestimmen will. Sie bringen dir keine Geschenke, also die Erdzeichen, das was Löwe macht, damit man sagt, du mein Großer, du bist der Beste und der Größte. Es ist eine ganz andere Welt mit Erdzeichen, also eine Jungfrau, Stier oder Steinbock, die Erdzeichen sind das. Die interessieren sich nicht für das Warum oder Wie. Sie fragen auch nicht danach, was sein könnte, was gewesen wäre oder was sein sollte. Diese philosophischen Fragen, das kannst du, wie gesagt, mit Löwen besprechen und mit Waage, mit Zwilling. Die diskutieren, sitzen am Tisch, trinken Weinchen. Erdzeichen interessieren sich nur für das, was jetzt geschieht. Die sind sehr pragmatisch. Typisch für diese Erdzeichen ist, wenn du denen was erzählst, ja, ich habe da ein paar Freunde und mit diesen Freunden war ich gestern gerade zusammen und der eine hat gesagt über mich etwas und die andere hat gesagt, ja, das stimmt und Erdzeichen wollen das gar nicht hören. Die sagen, warum gehst du hin? So eine Jungfrau sagt, was machst du überhaupt dort? Warum gehst du hin? Warum diskutierst du überhaupt mit den Leuten? Das passt nicht zusammen. Das ist typisch für Erdzeichen und auch Stier, auch Erdzeichen, wenn du dem Stier erzählst, ja, und ich habe so viele Probleme mit dieser Freundin. Hier wird das gar nicht hören. Der sagt, warum gehst du hin? Warum diskutierst du überhaupt mit der Frau? Ich habe dir schon damals gesagt, das hat keinen Sinn. Also, du musst das abbrechen. Das ist alles typisch für Erdzeichen. Sie sind sehr pragmatisch. Sie sehen das Schwarz und Weiß. Und da brauchst du nicht zu sagen, ja, aber ich wollte und ich dachte. Und sie hat das für mich getan und ich bin ihr dankbar. Das sind keine Diskussionen für Jungfrau Stier oder Steinbock. Du kannst einmal mit denen reden und dann tschüss. Ja, und die Liebe vergeht. So denkt Jungfrau Stier oder Steinbock. Also, alles, was jetzt passiert und was sehr pragmatisch ist, das zählt für Jungfrau, Stier oder Steinbock. Das sind Menschen, die die Welt irgendwie in Ordnung bringen wollen. Sie prüfen jede Erfahrung und alle Objekte einzeln. Sie untersuchen die Gesetze. Sie verstehen, warum die Kriege geführt werden, warum das alles so aufgebaut ist. Das verstehen alles Jungfrau, Stier oder Steinbock, also Erdzeichen. Und keine Philosophie. Also kurz gesagt, die Feuerzeichen, also Löwe zum Beispiel, die verbringen viel Zeit damit, um sich zu überlegen, was Gott geben soll, was dem Gott gehört. Philosophie alles. Aber Erdzeichen, also Steinbock oder Stier oder Jungfrau, die denken, was dem Kaiser gehört, wird der Kaiser schon kriegen. Also das sind zwei Unterschiede. Und Jungfrau, Stier oder Steinbock, die sind zufrieden mit ihrem Körper. Die leben so, wie sie leben. Die wollen schön essen. Die wollen das Leben genießen. Die untersuchen, wie gesagt, alle Gesetze und alle Paragraphen, das verstehen sie sehr gut, aber das sind sehr pragmatische Menschen. Die sehen dich und sagen so und so.
bist du, und so habe ich dich erfasst. Nicht der Löwe, ne? Der Löwe wird immer da philosophieren und mit dir reden und dich untersuchen und bla bla und philosophieren. Zwilling auch. Jungfrau, Stier oder Steinbock interessieren sich nicht dafür, was sein könnte, was sein sollte. Sie interessieren sich für das, was jetzt passiert. Aber für heute ist die Zeit um.